Starter bin nicht viel. Dann legen wir mal los hier. Das ist übrigens ausnahmsweise mein brasilianischer Server. Hier habe ich einen guten Ping. Mal was ganz Neues. Oh, fast die Mosin übersehen. Noch eine PK. Waffen gibt es anscheinend genug hier. Es gibt auch Ausdauer, okay, aber die wurde auch nicht hochgeschraubt. Oh, da ist ein Schuss drin. Nice. Oh, eine Armbrust. Eine Armbrust wäre schon cool. Ich nehme die mal in der Hand mit. Wer weiß, wie viele Zombies es hier wieder gibt. Oh, ein Schleifstein. Nice, nice. Und eine Tundra. Let's fucking go. Die Waffenrate ist hier auf jeden Fall hochgesetzt worden. Aber finde ich nicht so ein Problem, solange es nicht von allen anderen viel zu viel gibt. Waffen tun ja niemandem weh, ne? Das ist ein fahrbarer Wagen. Mit Hello Kitty drauf, ja moin. let's go. Sind hier sommerlich genug Temperaturen für die Hotpants? Vermutlich nicht, aber das passt schon. Eine Tundra und eine Armbrust, reicht das? Wahrscheinlich nicht. Vermutlich brauche ich noch eine dritte Waffe. Mal schauen, vielleicht gibt es ja diese Mod-Rucksäcke, dann kann man da eine Waffe dran spaxen. Aber bisher nichts zum Essen gefunden, also scheint jetzt nicht so krass erhöht zu sein, der Loot. Bis auf die Waffen. Packung Slugs, da ist ein Zelt, ja moin. Ein Zeltdach. Leider zu fett zu mitnehmen. Ist da Money drin? Oh ja, nice. Schätz mal, auf dem Server muss man davon ausgehen, dass jeder einen Sniper hat. So viele wie ich jetzt schon gefunden habe. Jagdgewehr, Schrägstrich, Sniper, Schrägstrich, da ist schon wieder eins. Vielleicht ist das der übelste Sniper-Server hier. Dafür habe ich zufällig 20 Schuss gefunden. Auch wenn ich mit dem Revolver nie irgendwas treffe. Oh, was zu essen, nice. Jawohl. Zwei, drei Militärzelte. Mal schauen, wie viele Waffen es hier gibt. Erst checkt die Polizei. Nochmal eine ganze Packung für den Revolver. Das Game will, glaube ich, dass ich den Revolver spiele. Aber ich will das nicht. KH9 Mag. Okay, okay. Ich hab auf einen Holster gehofft. Ha, die geht auch klar. Ist noch besser als ein Holster. Perfekt. Mehr kann man sich von der Polizei doch nicht erhoffen. Streichhölzer, nice. Und das ist der erste Zombie, den ich sehe. Okay, okay. Gibt es solche also auch hier. Hier ist ein Haufen Money, aber alles irgendwie demoliert. Ein Rucksäckchen, perfekt. Hier habe ich auch schon auf gutes Zeug gefunden. Eine Jägerhose, let's go. Nichts im Krankenhaus. Ich habe vor kurzem gehört, dass man, dass die Mission auf DL jetzt verändert wurde mit dem Tauchen und so. Also die komplette Questline ist jetzt anders. Man holt nicht mehr den Hammer komplett im Tempel,
sondern im Tempel findet man nur noch das Oberteil vom Hammer. Den Stiel muss man jetzt irgendwie anders besorgen. Ich weiß noch nicht genau wie. Ich werde mich aber mal ein bisschen informieren, weil ich natürlich nicht das alles selbst jetzt herausfinden kann. Ich werde mich ein bisschen informieren und dann versuchen wir das mal zu machen. Warum zum Teufel geht ja kein Stealth-Kill aus da los? Warum steht er da oben? Oh, hier sind viele Zombies. Alle auf einem Fleck. Der eine hat gar nichts gecheckt. Lauf einfach weiter, ist alles in Ordnung. Danke dir. So, wenn ich jetzt nicht bald was zum Essen finde, muss ich mir was überlegen. Armbrust weg, Schrottflinte rein, weil dafür habe ich Muni. Und die Zombies sind hier nicht besonders stark, also brauche ich nicht unbedingt eine Armbrust. Sehr dürftig, was Essen angeht, da muss man sich vielleicht ein bisschen mehr auf die Jagd verlassen. Eine Dose. Sardinen, die bringt nicht besonders viel. Ich snack's ja mal schnell rein, aber das macht nicht viel. Dosen Sardinen sind ziemlich... das ist nice und das ist auch nice. Perfekt, das macht schon ein bisschen mehr satt. Totenkopfmaske, let's go. Ich denke, wenn ich hier in die Wildnis gehe, normalerweise gibt es sehr viele Tiere auf die Isle. Also, wenn ich die Stadt verlasse, werde ich schon was zum Essen kriegen, oder? Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich nicht im Wald verhungern muss. Check mir mal den Militärstuff. Eine Kampfjacke gegönnt. Muni und Mac. Eine gescheite Waffe wäre cool. Eine M4 oder so. Irgend sowas Bodenständiges. Ich glaube, ich lasse den anderen Turm aus und wander los. Ich habe eine Schrotflinte, ich habe eine Sniper. Das reicht für den Anfang. Die Quest möchte ich schön langsam angehen. Ich möchte es nicht übertreiben. Nicht durchrushen oder so. Kann ich nicht, weil ich vor allem Tempel eh runter und sterbe. Hier sind eigentlich immer richtig viele Tiere. Hirsche, Rehe, Bären. Swanville, da kann ich hingehen. Da gibt es bestimmt ein bisschen Nahrung zu finden. Ein ganz cooles Outfit habe ich ja schon mal. Vorne ist der Ort, den ich suche. Ja, hier könnte man angeln. Vielleicht finde ich ein Hühnchen. Ich brauche nur ein Hühnchen, dann kann ich starten. Nice. Leider auch demoliert wie alles andere hier. hier sind sehr viele Zombies. Ich interessiere mich nur für das Essen der Zombies. Ich interessiere mich nur für diese Stände, wollte ich gerade sagen, aber es sind so viele Zombies. Wenn ich einen davon ist triggert, dann werden sie alle angerannt kommen. Das ist gefährlich. Sind echt viele, was geht? Ist das überhaupt ein richtiger Ort? Hier unten sind die Wohnhäuser vermutlich. Mehr oder weniger. Regensammler-Kit, cool. Ich glaube, ich will das gleich mitnehmen. Dann passt's rein. Sprühdose, was ist das? Rot. Kann ich. Nee, okay. Normalerweise sind die da, um Waffen zu färben. Jetzt habe ich mich schon gefragt, ob ich eine rote Sniper haben kann. Ich baue
ballern wir mal die Tomate rein und die Limonade. Eine Jägerjacke. Moderat gegen sehr gut isoliert. Brauche ich nicht lange über Land nachdenken. Oh, ein Boot. Ja moin. Schauen wir mal, ob das fahrbereit ist. Oh, da steckt alles drin, ja moin. Muss nur noch an Bord kommen irgendwie. Warum kann ich nicht rein? Okay, das Boot kann ich nicht nehmen. Ich habe keine Zeit, es weiter zu probieren. Ich markiere es mal für später vielleicht. Military looten ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so der Weg. Aber man kann es einfach nicht lassen, ne? Ich meine, man kann Dosenspeck finden. Man kann. Man muss. Okay, eine AKS. Dafür lasse ich die Schrotflinte zurück. Ich will keinen Dribble Carry betreiben. Das nervt meistens nur. Echt nichts zum Futtern. Ich meine, ich bin in der Military, ist mir schon bewusst. Aber ich habe keine großartig andere Wahl. Hier gibt es nämlich nicht viel in der Gegend. Naja, gut. Den Ort gibt es vielleicht. Da laufe ich jetzt hin und da werde ich auch bestimmt was finden. Hoffe ich. Sonst wird es schon langsam eng. Und ich bin bald in der Map-Mitte. Dauert nicht mehr so lange. Okay, jetzt mal ganz schnell in die Wohnhäuser. Und hoffentlich irgendwas finden. Eine Dose oder so wäre mal nicht schlecht. Oder irgendein Tier. Ein Tier wäre auch nicht übel. Oder muss ich erst eine Base bauen und ein Feld anlegen, dass ich was bekomme? Eine verdorbene Zucchini. Und ein mittelgroßes Zelt. Ich lasse die MP5 da und nehme das Zelt mit. Perfekt fürs Lager, habe ich nicht viel Arbeit. Hier soll ich gar nichts zum Essen, was geht denn hier? Heftig. Hat man so auch nicht so häufig. Alles andere finde ich, habe so viel Stuff. Nur kein Snack. Noch nicht mal ein Hühnchen habe ich gefunden, das war, glaube ich, ein bisschen. Normalerweise findet man das Hühnchen und dann geht's bergauf. Nope. Hey, ich habe so das Gefühl, die Städte retten mich nicht. Ich meine, ich muss jetzt trotzdem die nächste weiterlaufen und hoffen, dass ich da was finde. Das hier ist eine Bauernhofstadt, da müssen irgendwelche Tiere sein, mindestens ein Huhn. Muss einfach. Ein Server, auf dem es einfach kein Essen gibt. Und auch keine Tiere bisher, das wundert mich am meisten. In der Regel hört man auf die all durchgehend irgendwelche Tiere. Ich meine, das sind wahrscheinlich auch Servereinstellungen und so. Aber ich bin auf jeden Fall was anderes gewöhnt. Aber irgendwie ist es natürlich auch geil, ne, dass man hier solche Probleme hat, Essen zu finden. Macht Sinn, wir sind in einer Zombie-Apokalypse. Viel kann es nicht mehr geben. Was ist das? Cater. Sah aus wie die Tür von einem Bulldog oder so. Das sind auch lauter gemoddete Häuser hier, wo ich mir sicher bin, dass ich da drin 100% nichts fände. Wahrscheinlich gehe ich jetzt gleich in eins rein und da... Oh, 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 let's go, Honig, nice. Yes, Honig ist perfekt, der ballert richtig. Dann wandern wir weiter nach Süden zum Brunnen und machen den Topf voll. Aber ich muss noch mehr zu essen suchen. Eine fette Flasche. Ja man, da freut man sich über sowas wie den Honig. Ja, genauso sah die Tür gerade aus, die wir gefunden haben. Okay, gelb, gelb, damit kann ich leben. Jetzt noch den Topf auffüllen. Und die neue Flasche. Und wir können es uns gut gehen lassen. Kurz mal, bis das Essen wieder leer ist.
Noch ein Glückshut, okay. Die Glückshutdichte ist auf jeden Fall genau richtig. Einmal richtig schön voll machen. Dann einmal richtig schön voll saufen. Hier kann man sich cool verstecken. Nice, nice, soweit. Beschweren kann ich mich nicht. Ich habe mich schon viel beschwert über das Essen, aber kann mich echt nicht beschweren. Das ist ein guter Start. Bonsai. Auch nicht schlecht. Mega cool. Kann man seinen grünen Daumen richtig raushängen lassen hier. Vorne ist ein bisschen Jägerstuff. Oh, da wird Vollauto geschossen. Aber auch ziemlich weit weg. Nichts, wo ich mich einmischen kann, glaube ich. Ordentliche Boots, nice. Ah, demoliert, nicht nice. Jägerrucksack. Das ist schon cool. Ich glaube, ich nehme den. Das Essen ist auch drin. Ist einfach cool, der Jägerrucksack. Ich mag ihn und ich glaube, die Sachen da drin bleiben auch trocken. Sieht auf den ersten Blick okay aus hier. Aber schwer irgendwas zu erkennen, weil hier alles so vollgestellt ist. Dreimal derselbe Zombie hier. Nackter alter Mann. Okay, das geht nicht, wenn was dazwischen ist, macht Sinn. Okay, sieht ungelootet aus. Kein Plan, was das alles für eine Muni ist. Zweiter Weltkriegsstuff wahrscheinlich. 762x25. Ja, das war, glaube ich. Was war das? Die M1 oder so vielleicht? Nee. Weiß es nicht mehr. Irgendeine von den alten Knarren. Was genau suche ich in der Polizei? Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Kann eigentlich gehen, ich brauche hier eigentlich nichts. Gewohnheit, man sieht eine Polizei und tut jetzt erstmal. Aus Sandy Bay ist echt cool gemacht. Eine schöne Stadt. Verband. Jawohl, gleich mal Blut entnehmen. Das dauert aber lange. So. Dann tauschen wir das aus. Hauen dann die Blutbeutel da oben rein. Das Gesaff wird gleich getrunken. Muss man wieder ein bisschen Loot-Tetris machen hier. Ich brauche unbedingt Tiere. Ich muss mir ein Reh schlachten oder so. Und deswegen laufe ich jetzt so lange in den Süden, bis ich ein Tier oder einen Spieler oder irgendwie sowas in der Art gefunden habe. Alter, da vorne ist ein Heli-Crash. Let's go. Mal schauen, ob ich gleich sterbe. Dann können wir beide zusammen anfangen. Alter, sind viele Zombies. Ist das der Weg zu... Ich weiß es nicht. Alter, das sind zu viele. Nee, Mann, das sind zu viele für eine Person. Ich hab eine geschaltete Pistole, aber ohne Money. Nee, ich sehe keine Chance, wie man das alleine holen kann. Man bräuchte einen zweiten Mann, der die Zombies weglockt. So, keine Chance mit dem Messer. Dabei war. Alter, wie gut man auf den Heli campen kann. Holy shit. Alter, wäre ich nicht am Verhungern, würde ich es machen. hier liegt eine Bärenfalle. Wenn sie nicht so fucking riesig wäre, die ist einfach fast so groß wie ein Zelt. Ich würde sie gerne mitnehmen. Bärenfalle wäre schon geil. Ja, Mann, ich hab die Bärenfalle reinbekommen. Let's go. Ich frage mich, ob ich die ganze Burg looten sollte. Ich meine, wie gesagt, ich bin am Verhungern und hier werde ich nichts finden. Ich schaue jetzt mal in einen Turm. Wenn da ultra viel Loot rumliegen sollte, checke ich die anderen vielleicht auch noch. Ein paar kaputte Handschuhe, sonst gar nichts. Alter, Pfirsiche, let's go!
Okay, ich bin jetzt bei einer Brücke, bei so einem kleinen Bach. Ich bin fast am Meer. Ich hatte dich davon gesehen gerade. Ich hab dich gesehen. Da vorne, ja, ich sehe doch, Alter, wie du da stehst, what the fuck? Als ob du Ärger suchst. So breitarmig. Komm mal her, Alter. So den Beine und dann so breitarmig. Wie so ein SpongeBob oder so, what the fuck? Nee, ich hab keine Money für dich. Wenn du eine Tundra findest, dann hab ich Money für dich. Hier ist, also wenn du willst, kannst du was mitnehmen. Ich keine Meldung bei dir. Akzeptieren. Halten. Ich war gerade im Inventar. Alter, wie du aussiehst, wenn du so nah bist. Wie so ein Fisch. Wir sollten eigentlich direkt mal anfangen, uns nach Norden direkt durcharbeiten. Ja, schon. Von da komme ich, aber ich dachte mir, ich gehe hier runter, weil hier gibt's meistens auch wieder Nägel und so. Facebuilding-Zeug ist gerade das Allerwichtigste. Und halt Essen. Sind schon ein paar mehr Zombies. Ah ja, da sind schon ein paar. Vielleicht finden wir einen Plattenträger-Zombie mit Helm und so. Bisher sieht's sauber hier aus, aber darauf darf man sich nie verlassen auf einem Airfield. Ja, hier auch. Es gibt ultra viele Sachen hier, die aus Paletten gemacht sind. Hier steht ein Palettenregal. Gerade eben habe ich ein Palettenbett gesehen. Ein Palettentisch habe ich auch schon gesehen. Ah, hier gibt es auf jeden Fall Loot. Hier liegt schon mal ein Burlap Sack. Das sollten wir eigentlich gleich mitnehmen. Alles für Gillies. Das ist ultra wichtig, man. Es wird am Ende voll der Krampf, wenn wir das nicht haben. Mein Essen ist gelb. Man so. Ah, fuck. Hä? Läuft der Zombie zu dir, Alter, von ewig weit weg? Ja, Mann. Er stirbt nicht. Da kommen gerade ganz viele Zombies zu dir. 4, 5 Stück, Vorsicht. Digga. Der ist verpackt, der kann nicht sterben. Überall um dich. Ich hab grad das Magazin reingeschossen. Überall um dich rum sind Zombies, muss aufpassen. Greifen die dich an? Ich bin in einem Gebäude. Oh. Aber what the fuck? Ich hab ganzes Mag in den geschossen. Komisch. Ich schieß einmal. Okay, kein Headshot. Schieß nochmal. Schieß nochmal. Schieß nochmal. Schieß nochmal. Irgendwann hab ich auf Vollauto reingeschossen. Der stirbt mich. Und Headshots hab ich auch schon gemacht zum Testen. Also. Wenn you can, wenn es dir abgeht. Hier vorne sind mehrere Zombies. Was geht bei dem? Ist das ein spezieller Zombie? Hat der irgendwas Welcher Spezielles? Ist Warum das so Welcher von denen? Der mit der Cappy, mit der Stack. Cappy hier. Er ist tot. Ah! Ich hasse Glas in Daisy, das ist so dumm. Eine 308 Kugel wird von Glas aufgehalten. Was ein Joke. The fuck, der Zombie ist gerade durchs Fenster hier reingejumpt. Was geht mit ihm und jetzt rennt er zu dir. Er ist einfach von der SWAT-Einheit, auf seinem Rücken steht SWAT, oder? Hier war erst jemand. Guck erstmal an. Ich kann gerade nicht. Ich bin hier ein bisschen im Struggle. Das ist schon wieder so ein starker Zombie, der Schwarze. Ich glaube, das sind extra Zombies. Kommt mir auch unbekannt vor, die Kleidung vom Zombie. Bitte, ich habe ihn schon 20 Mal mit dem Messer gehauen. Die sind einfach so strong. Alter, wir locken alle Zombies an, aber das ist ein normaler. Was ist denn hier? Hier war jemand, hast du gesagt? Ich guck dir das da an, oh, hier die Waffen. What the fuck? Alter. Da liegen 5 Waffen aufeinander. Oh, der hier Thunfisch, let's go. Snack ich gleich mal. Wir müssen uns auf jeden Fall Fahrzeuge ready machen. Boot ist ein absolutes Muss. Und Auto oder Helikopter muss auch, sollte auch her. Helikopter ist vielleicht ein bisschen Overkill. Jawohl, wäre schon geil, wenn wir einfach nach North Haven und so fliegen könnten, oder? Und uns den Weg dahin sparen. Mhm. Zu Fuß. Schon. Bei der Polizei. Ah, hier ist auch nochmal Military, bisschen Turm. Ah, Glückshut. Let's go. Ja, Mann, lass uns die Hutgang sein.
Egal ob wir Helme haben können, wir tragen Hüte. Dann kommt immer drauf an, was ich mache. Ein Kampfeinsatz oder wenn ich weiß, ich gehe irgendwo hin, wo es gefährlich ist, dann trage ich lieber einen Helm. Aber so, beim Looten und so lieber einen Hut. Habe ich mal Glück. Erin Jera. Oh, hier ist ein Jächermesser und ein Erdnussriegel. Wie hungrig bist du? Oh, gelb. Ja, ich auch. Wollen wir uns teilen, den Riegel? Hm, passt schon. Teilen wir uns, habe ich gesagt. Ich gehe jetzt erstmal den Marker löschen von mir. Ich gehe jetzt in Georgetown rein. Und da finde ich einfach direkt einen Huhn. Okay. Ja, mit dem Hut kann man solche Aussagen schon treffen. Na, Huhn auf Ansage. Und ich mach's damit der 308 weg, Huhn. Nicht, wenn meine Mosi schneller ist. Erstmal richtig exterminierendes Hühnchen. Auch Schlachten mit Messers für Anfänger, wir schlachten mit Patronen. Schießt mit der Sniper draus, kein Huhn mehr übrig. Hier ist noch ein Gaskocher. Ich koch doch. Könnte das eigentlich auch direkt mir geben. Kann ich auf den Kocher drauf machen, spart Platz. Ah, voll. Aber erstmal tue ich richtig schön saufen. Ich hoffe, das ist abgekocht, aber ich glaube schon. Oder warte mal. Ja doch, ich habe es wahrscheinlich am Brunnen aufgefüllt, schätze ich mal. Ja, wir müssen halt jetzt nach oben die ganzen Städte durchnudeln nach Base-Building-Stuff. Ah, ich habe schon Draht, Zange. Oh, Kruzifix. Ey, what the fuck? Was ist los bei ihm? Was, hä? What the fuck? Der Schuss gerade. Schießt du denn in die Füße? Ja. Ich dachte mir, so war ein Anzeigefehler. Genau deswegen. Was geht ab? Ha? 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 Ja, voll, lass direkt nach Sandy Bay latschen. Überleben wir das essenstechnisch? Also ich bin gerade gelb. Ich bin schon lange rot, ich blinke jetzt sogar schon. Oh shit, Alter. Okay, dann sollten wir vielleicht doch nach Westbrook, ist die nächste Stadt. Vielleicht kriegen wir da was zu essen. Oh, da war ein Tier, eindeutig hinterm Wasser, Richtung 350. Ein Reh. Oh, jetzt hat's geschrien, das ist ziemlich nah an mir dran. Okay, das, was ich links gehört habe, höre ich nicht mehr. Oh, ich sehe es. Ein einzelnes nur. Okay, es läuft gerade so, dass Äste im Weg sind, ist nicht gut. Hab's. Also, ich habe gar nichts gehört. Echt jetzt? Nothing. Sehr gut. Ja, ein Mucks. Beim letzten DI-Server, ich schwör's dir, da sind die Tiere um mich rumgehüpft die ganze Zeit, so viele waren da. So, ich glaube, ich lasse die Bärenfalle jetzt zurück. Ich glaube, ich leg sie hier sogar. Ja, ich leg sie hier. Einfach so random. Ich leuchte einfach rein mitten auf dem Feld. Ist zu groß. Brauch jetzt Platz für Knochen und Fleisch. Oh, 10 Knochen. Ich war schon noch ein gutes Stück weit weg. Vielleicht habe ich deswegen nicht gehört. Hier nochmal das eine Steak noch, was da liegt. Ich kann. Nichts mehr nehmen, Vorsicht. Ja, genau. So, hier, warte. Ich hab ne Idee, wir legen das Bärenfeld da, das Feld da drauf. Okay, ich hab Angst. Ich trau mich nicht. Ich will mir nicht das Bein brechen. Da liegt noch ein Steak am Boden, das kannst du noch nehmen. Da schießt was. Richtung 40. Ja, da ballert jemand rum, ziemlich hart. Kann man hier essen, ohne sich das Maul zu verbrennen? Ah, nice. Nice! Hat die Hutgang wieder zugeschlagen, sehr gut erjagt. Du Schulterklopfer auf meine eigene Schulter. Hm, zum Glück sind wir nicht nach Westbrook. Okay, das ist Atomkraftwerk. Da unten stehen Zombies am offenen Feld überall. Dann sind da nicht mehr 300 Meter. Hier ist ein Fernglas. Ah ja, das ist weit.
Ah, wie gesagt, die Schüsse waren safe hier. Bin ich mir sicher, Alter, ich kann schon ordentlich reinschauen ins Atomkraftwerk von hier. Jetzt hat die Frage, ob sie oben sind oder unterirdisch. Ich schau mal, ob ich irgendwas sehe. Tote Zombies oder so. Da läuft ein Spieler. Unten, also. Direkt. Ja, schwer zu erklären. Ziemlich mittig. Kompasszahl. Mittig in der, im Gelände. Auf zwischen N und 15. Also bei diesem längeren Gebäude, kurz neben diesem Glashaus. Okay, ja. Direkt davor, gegenüber von der Tanke. Ja, hab die Location gesehen, sehe den Spieler aber nicht. Der ist gerade hinter den Gebäuden gelaufen. Haben wir. Mein Snipen könnte schwer werden, oder? Haben wir einen Rangefinder? Ich hab keinen. Wir können markieren. Echt? Oh. Das sind 500. Okay, ich bin auf 500. Hinter welchem Gebäude war er? Hinter dem Glashaus oder hinter dem langen? Hinter diesen zwei runden Dingern ist er gelaufen. Okay. Genau auf Marker auf eigentlich. Ich sehe deinen Marker nicht. Achso. Aber du weißt, welchen ich meine. Oh, ich sehe ihn, er ist da oben drinnen. Oh, er ist gerade weggelaufen, als ich geschossen habe. Ach, da. Oben im langen Gebäude. Alter, er ist ein sneaky Bastard. Könnten zwei sein. Die wissen gar nicht, wo es herkommt. Die schauen in die falsche Richtung, die schauen Richtung Kühltürme. Sehe ich gar nicht. Oben waren sie gerade noch drinnen. Im langen Gebäude, er ist immer noch oben ganz links drinnen. Ja. Ich wechsle mal Posi ein bisschen bergab. Vielleicht kann ich sie vom anderen Fenster aus. Damit der Berg mir, der Baum mir nicht mehr im Weg ist. Ja, das ist mega im Weg. Ich habe auch einen Baum im Weg. Ich kann sie gar nicht sehen in dem Fenster. Oh, ich sehe ihn. Ah ja, 500 stimmt auf jeden Fall. Oh. Auf uns? Nee. Okay. Nee, nö. Er ist wieder im rechten Fenster. Er war im rechten Fenster. Ich sehe ihn auch nicht mehr, aber er traut sich nicht mehr aus dem Haus raus, weil er keinen Plan hat, wo es herkommt. Mit ein bisschen Glück rennt in unsere Richtung. Also. Wieder am rechten Fenster, rechts von der Tür. Krass, wie meine Waffe schwingt, obwohl ich lieg. Das ist ein anderer, der schießt, das war nicht er. Ich habe ihn gerade gesehen und währenddessen wurde geschossen, das war nicht er. Sind mindestens zwei. Keine Ahnung, wo der zweite ist. Ich sehe ihn am Fenster in der Mitte. Aber bleibt nicht mehr stehen. Ah, knapp. Ganz rechtes Fenster. Soll ich die Tankstelle mal explodieren lassen? Vielleicht kommt er dann raus. Probier's mal, keine Ahnung, ob ich treffe. Ich sehe den Einschlag nicht. Ja, hat explodiert. Hat explodiert. Alter, wie spät die Explosion kam. Schaut er raus? Ich sehe ihn nicht. Das hat ihn auf jeden Fall bestimmt erschrocken. 100%ig voll erschrocken. Ja, er ist im rechten, im linken Fenster. Da, wo die Tür auf und zu gegangen ist. Er ist direkt bei der Tür quasi gerade. Krass, ich sehe ihn nicht. Ich habe ihn kurz gesehen. Er sitzt da neben. Also, er sitzt, denke ich, direkt vor der Tür gerade. Wo könnte man eine gute Posi sonst noch kriegen? Nirgends, der Berg hier ist die einzige, glaube ich. Meinst du, von den höheren Häusern da kann man vielleicht reingucken? Oh, das war sehr unsicher. Ah, sehr unsicher. Die in der Mitte wären die höchsten, aber sehr, sehr unsicher. Ich bewege mich mal langsam weiter in seine Richtung und schaue, ob ich einen näheren Angle bekomme. Ja, lass einfach reingehen ins Atomkraftwerk, oder? Wenn er uns entgegenkommt, bringen wir ihn an. Ich werde halt ausgelockt, Alter. Und dachte sich, fuck it, bevor ich sterbe, bin ich lieber weg. Schon ein Pussy Move. Was? Ich sehe den Seiteneingang oben. Das ist halt sehr, sehr gefährlich. Wir könnten gleichzeitig von verschiedenen Eingängen reingehen oder so vielleicht. Heißt aber nicht, dass wir das überleben. Na, ist immer schwierig mit Campern. Ah.
Weil er überhaupt noch da ist. Upp, leider habe ich gar nichts Granatenartiges. Ich könnte vielleicht auf sein Dach klettern von hier aus. Soll ich mal probieren und lauschen? Kannst du mal machen. Ich muss schauen, ob ich da über die Mauer drüber komme. Du musst mir mal Deckung geben, ein bisschen, irgendwie. Ich gehe jetzt auch wo hoch, ist zwar mega unsicher, aber ich tue es einfach. Nee, ich komme da nicht drüber. Ich muss in sein Haus rein. Ich bin in sein Haus. Schuss rechts. Mehrere. Mehrere Schüsse. Also ich sehe nur dieses eine Zimmer und den neueren Balkon. Hallo? Ich bin nicht sicher, ich glaube, ich habe was gehört oben, aber ich bin nicht 100% sicher. Okay. Ich gehe hinten wieder raus aus dem Haus und kletter aufs Dach. Super sicher, was ich mache. Let's go. Check das mir. Hier, hallo. Warte mal, ich könnte hier runterspringen und in unser Balkon reinschießen, oder? Von anderen Dach aus. Geht das? Ja. Ich glaube, ich höre ihn unter mir. Ist er da echt noch drin oder was? What the fuck? Ich glaube, da. Man hört hier so komische Geräusche, die auch von den Häusern kommen. Deswegen ist echt schwer zu sagen. Ich mach's, gib mir Deckung. Hier war er drin irgendwo, oder? Da ist ziemlich sicher niemand drinnen. Würdest du sehen, wenn er irgendwo rumliegt? Ja, ich glaube, ich habe die Angles. Also im Gang könnte er noch liegen, eventuell. Was kannst du jetzt abdecken? Kannst du den Gang abdecken? Nee, ne? Nee. Da ist eine geschlossene Tür und ich kann das Fenster sehen. Und halt den Gang. Also dich kann ich jetzt wegballern. Hier ist er nicht drin. Nicht ausgelockt oder was? Jupp, anscheinend. Oh, der ist irgendwie raus, ohne dass wir es gesehen haben. Hast du die Seitentür jetzt aufgemacht? Ah. Kannst du da reingucken? Nur bis zur ersten Tür. Gang sauber soweit. Er könnte noch auf der anderen Seite in den Räumen drin sein. Oder er ist nach hinten weg. Was rennst du hier rum? Ja. Vorsicht, er könnte schon noch irgendwo rumliegen in irgendeinem Raum. Ich suche ihn, ja. Ich schätze mal, er hat die Combat locked. Muss nur aufpassen, nicht, dass er irgendwo hinten raus ist und schon auf uns zielt. Nicht, dass er hier der Fuchs ist. Normalerweise hätten wir ihn aufstehen sehen müssen in dem Raum nochmal, wenn er weggerannt wäre. Fuck, hätten wir die Bären fallen noch, könnten wir sie da reinlegen in den Raum. Wäre wenigstens eine Überraschung für ihn. Eine direkt rein, wo er gelegen ist und eine hinter der Tür, dass er sich erst verbindet und so und dann aufsteht und in die nächste reinrennt. Das wäre so ultra lustig, Mann. Ja, ich würde dann weiter nach Norden wandern, oder? Jetzt PvP hinterher zu rennen die ganze Zeit macht auch nicht viel Sinn. Du? Ich? Du. Ich. Noch einer. Hier hinten am Wasser können wir dann an dem Scheiß. Oh, das sind die starken. Oh! Lauf, lauf, lauf. Einfach weg. Hast du genug Ausdauer? Voll. Ja, dann lass dir vorne beim Gefängnis einsperren. Die sind schneller als ich, oder? Echt jetzt? Klingt so, als kommt jemand näher. Na, ist auf jeden Fall hinter dir. Ah, und sein Schrei hat die anderen Zombies auch noch angelockt. Okay. Wir müssen die einsperren da vorne. Und nur einen angelockt. Wollen wir sie hier einsperren ins Gashaus? Oh, die kommen, Alter. Die kommen alle. Alter! Komm hier rein, komm hier rein. Okay, dann geh du da drüben rein, ich geh hier rein. Oh, das kann man nicht zumachen. Geht da rein.
Alter, die kommen alle zu dir. Mich wollen sie nicht, die kommen alle zu dir. Ja, ich finde nix. Wenn nicht, renn im Kreis und konsumieren. Ah, hier ist was. Ganze Militaries bei dir. Hier hinten ist kein Zombie mehr, ich sehe keinen einzigen mehr. ich kann eigentlich rausgehen, hier ist tote Hose jetzt. Ups, jetzt kann man gemütlich looten. Aber irgendwie bin ich hier schon so oft Spielern begegnet, dass ich immer davon ausgehe, dass hier irgendwo jemand ist. Warte mal, wo rennen die Zombies? Okay, die rennen rüber zum rechten Haus und dann kommen sie wieder zu dir, what the fuck? Soll ich sie abknallen oder was? Warte mal, ich kann vielleicht Doppelkills machen. Jetzt überlebt den Kopf. What? Wo ging der hin? Oh, jetzt kommt sie zu mir. Okay, jetzt wird's laut, nicht erschrecken. Starker als tot. Jetzt kommen sie alle zu dir. Hier ist auch noch einer, der mich will. Ich hab keinen gesehen, der zu mir kam. Also außer die ich gekillt hab. Ah, so ein Starker bei dir. Die ist einfach 308er Headshots überleben. Wie er umgefallen ist. Wie so ein Sack Kartoffeln, Alter. Ja, jetzt müssen wir uns dann auf jeden Fall mal eine Location aussuchen. Also eine Location aussuchen, dann die Axt holen und dann direkt dahin, bevor wir irgendwie dran vorbei rennen oder so. Sind da schon ziemlich weit oben, ja, jetzt. Wir brauchen schon einen Beil. Ja, eben, das besorgen wir uns jetzt dann noch. Das Boot war direkt davor, das Wasser auf unserer 12. Hey, das Boot ist weg. Hier war's. Ah, hier war's. Oder? Ja. Krass. Entweder despawned oder jemand konnte es sich gönnen. Vielleicht war jemand geduldiger als ich. Hat's geschafft irgendwann. Okay, markiert habe ich's. Wir müssen da lang. Let's go! Wir gönnen uns die Höhle. Yay! Vor allem mit der ganzen Inneneinrichtung, die es ja gibt. Das wird funny. Ich glaube, wenn wir der Schlucht hier folgen, diesem Fluss, dann kommt da so ein abgestürztes Flugzeug, wo es ziemlich heftigen Military Look gibt. Ja, Mann, unten ist es. Wir müssen runter ins Wasser. Da hinten sind so ein paar Militärcontainer und da liegen lauter Leichen und auf den Leichen liegt Loot. Oder war zumindest auf dem Server so, auf dem ich da war. Also liegen überall so Skelette und auf den her, ja, voll hier liegt Loot. Hier ist ein Fallmag zum Beispiel. Hier liegt ein Drummag für eine RPK. Plastiksprengstoff. Alter, den brauchen wir zum Raiden. Hast du Platz? Ein bisschen noch. Hier liegt noch ein Skelett. Kein Loot, okay. Deswegen ist die Map so geil, weil man hier überall solche Sachen entdecken kann. Ist voll geil. Ist genau das, was ein DayZ braucht. Erkundung. Ich glaube, ich höre ein Schwein. Ja, Mann. Hier ist eine Wildsau. Alter. Was denn? Ja, schießt einfach laut. Ja. Neben der Stadt. Ich habe halt keinen Schalli, Alter. Du musst herkommen wegen Platz. Ich kann das nicht mitnehmen. Es muss einfach nur schnell gehen, dann passt alles. Alter, so viel Fleisch. Hast du den Plastiksprengstoff mitgenommen? Ne, wa? Hab ich mitgenommen. Oha. Oha! Okay, wir müssen weiter nach rechts. Wir sind viel zu hoch, glaube ich. Oder? Alter, hier wird übelst der Weg hoch. Schaut immer das an. Das hab ich auch noch nicht gesehen. Wo führt denn das hin? Da muss ich jetzt hochrennen und nachschauen. Kann nicht anders. Alter, kann man über die ganze Stadt campen, yo. Voll geil. Da unten ist der Kreis, wir sind schon direkt richtig. Direkt unter uns musste sein, die Höhle. Ja, ja, direkt da unten, in die Richtung. Naja, dann wieder den Weg zurückrennen, würde ich sagen. Hier oben war ja wohl doch nichts. Aber das hier wäre geil für eine Base, ne? Hier könnte man eine fette Base anbauen, hier, genau wo wir jetzt stehen.
mit gemoddeten Base-Building kannst du hier so eine richtige Monster-Camper-Base hinstellen. Jetzt bin ich ja gespannt, wie die Höhle aussieht in Natura. Hier ist ein Sandkasten für einen Philipp. Ja! Perfekt, perfekte Gegend. Ein paar Zombies, mit denen kannst du spielen. Hier hat jemand einen Regenfänger aufgestellt, den können wir uns dann direkt holen, wenn wir einen Schraubenzieher haben. Ja, und hier drin ein Schrank, ein Palettenschrank. Oh, kacke. Aua, wo bist denn du her, Junge? Naja, das heißt, hier sind Leute unterwegs, wenn hier gecycelt wird. Wir sollten mal prüfen, ob die Höhle besetzt ist. Das ist es hier. Das hier? Wirklich? Oh, ne, ja, hinten. Okay. Hier. Ah, Alter, ist so gut versteckt. Das ist ein Base. Ja, die haben eine Base. What the fuck? Shit. Die hat sich halt echt jemand gegönnt, die. Da liegt doch noch der Loot am Boden, direkt hinter der Tür. Die sind aktiv. Okay, okay. Das heißt, die ist schon mal vergönnt. Und krasse Tür übrigens, oder? Voll die krasse Bunkertür, das geht. Das heißt, wir gönnen uns. Was gab's hier noch? Eine Höhle. Nee, ein Bunker. Ja, die im Ort bei der Kirche, die brauchen wir uns nicht gönnen. Die ist von nahe, steht voll viele Eingänge und so. Ja, dann den Secret Bunker da oben. Okay, der ist halt schwerer zu erreichen, aber scheiß drauf. Können wir uns. Wenn wir da oben nichts bauen, sondern nur hier unten. Meinst du hier, dass man da quasi hier drin landet und dann angesperrt ist? Ja. Aber dann kann man von oben halt reinschießen. Ja, schon. Wir müssen oben und unten bauen. Ah. Das hat schon ein sehr, sehr krasser Bunker, ne? Holy fuck. Was ein riesiger Raum. Also ich glaube, hier könnte man sich schon einrichten, so ist es nicht. Weißt was? Ja, was haben wir da? Als Geste der Baserei. Warte mal, ich kann es halt so aufschlagen, dass man es von oben gar nicht sieht. Hier. Ja, hier hinten einfach. Hier bei dir, kann man da auch nicht hinschauen? Stimmt. Nö. Man kann erst ab hier vielleicht meine Füße sehen. Du machst das in die Wand rein. Geht das trotzdem? Geht schon, oder? Okay. Ein geiles neues Zuhause, das gefällt mir. Wir müssen nach Voldoboro für Base Building. Naja, gut, machen wir das. Wie wir wissen, sind da auch Leute aktiv. Das heißt, vielleicht gibt es auch ein bisschen Action. Was ein cooler Bunker, einfach so random, voll cool. Warte mal, was sehe ich da? Oh, das ist ein Bär, ich dachte, das wäre ein toter Elch. Aber es ist ein Bär. Den müssen wir töten. Ich hab's gehört. Der muss sterben. Ich versuch's mit der Sniper so gut wie möglich hinzubekommen. Warte mal, wir machen zusammen, lass gleichzeitig auf ihn schießen. Er ist da unten, vor uns direkt. Siehst du ihn? Nicht. Ach da. Auf 3 schießen. 100 Meter eingestellt, dürfte passen. Okay, 3, 2, 1. Ah, ging drüber. Ausgewichen. Oh, ich kann. Oh, ich kann nicht schießen. Er hat meine Waffe geblockt, what the fuck, ich bin bewusstlos. Ist er tot? Ja, gerade so bevor mich nochmal erwischt hätte. Einfach immer einen Seitwärtsschritt machen, so im Kreis um ihn rum. Trifft da nicht so gut. Es war bei mir bloß gar kacke wegen dem Berg, ich wurde langsam. Und ich wollte meine AK-Muni nicht verschießen. Ich loot jetzt einfach den Bären, lass deines Bewusstes rumliegen. Ah, sehr nett. Ich verblute wahrscheinlich gerade. Wie lang man einfach bewusstlos ist vom Bären. Holy moly. Wenn jemand auf. Oh, ich hab zwei. Ich verblute echt gerade, ich hab 2 Wunden. Ich bin schon auf dem Weg zu dir. Schon rot, mein Blut. Okay, zufällig. Ich hab einen Medkasten. Ich hab eigenes Blut, alles easy. Ich hab hier ein IV-Set und ein Blutabnahme-Set. Nice, aber das bringt mir jetzt gerade nichts. Muss eher Blut reintun als welches raus. Aber wie OP das einfach ist, Alter.
Bin ich schon wieder gelb, drei Striche nach oben. Da drüben ist er. Rechts. Oh, Alter, ist der weit weg. Holy shit. Ja, ja. Hä, aber der war noch viel näher. Nee. Es klingt immer näher, als es ist. Du glaubst gar nicht, wie weit ich ab und zu laufen muss. Ich höre einen Heli, denk mal, jopp, genau hinter dem Hügel ist er. Und dann laufe ich noch 2 Kilometer. Aber man findet sie eigentlich immer. Man muss einfach nur weiter in die Richtung. Wolf, bei dir. Alter, hat der sich komisch angehört. Holy shit. Hab ich ihn erwischt? Ja. Noch einer. Ja. Hinter dir. Im Baum. 2, 3. Scheiß Wölfe, Mann. Richtige Arschlöcher. Aber, gratis Fleisch. Aber dann hast du das Bärenfleisch jetzt mitgenommen eigentlich? Bärenfleisch habe ich mitgenommen. Na gut, scheiß auf Wolfsfleisch brauchen wir nicht. Haben wir ordentlich rumgeballert, also wenn hier jemand in der Gegend ist, dann weiß er jetzt wahrscheinlich, dass wir zum Heli gehen. Aber einer von uns sollte sowieso snipen. Wie viel Platz hast du jetzt noch? Bisschen. Dann gehe ich zum Heli und du snipst. Ich sehe da vorne schon den Rauch. Okay, die Nacht hier ist wohl düster, so wie das aussieht. Okay, ich bin beim Haus neben Heli. Alter, ich bin direkt neben Heli schon, holy shit. Draußen halt mir ja nichts, ohne was zu sehen. Ne, ich stehe schon direkt davor, also können beide hin eigentlich. Links sind einige, ich glaube, wenn wir schleichend hingehen, dann haben wir nicht so ein großes Zombie-Problem. Ich gehe ran, wo du willst, kannst sitzen bleiben. Ich habe eh noch genug Platz. Sehen die mich? Ja. Oh, da ist ein Zombie im Heli drin. Hier ist ein Haufen Shit drinnen. Nur nichts Gutes. Ich loote einfach schnell und renne damit den Zombies weg. Ein Plattenträger. Ich habe jetzt keine Waffe mehr in der Hand. Du hast die Taschen behalten? Ja. Nice. Du kannst den Plattenträger gleich nehmen. Okay. Loot ultra bescheiden. Plattenträger und sonst gar nichts eigentlich. Ich komme mit den Zombies und müssen die gleich irgendwie killen. Ich habe keine Waffe in der Hand, ich habe einen Plattenträger in der Hand. Aua. Ich werf die Platte immer schnell auf den Boden hier. Wir sind nur das 3. Ein Starker ist dabei. Wir dürfen die Platte nicht aus den Augen verlieren, irgendwo hier am Boden wegziehen. Jetzt kommen die anderen. Soll ich Messer? Vorsicht hinter dir. Alter. Weg hier. Die Platte, wo ist sie? Irgendwo hier liegt sie. Ich kämpfe weiter mit dem Messer, ist alles gut bei mir. Ich hab voll wieder mal schon meine. Ja, komm her zu mir, ich mach's mit der AK. Dann zu mir. Ich bin noch nicht von der Platte so weit weg, irgendwo hier liegt sie. Alter. Meine Fresse. Die sind so abartig, tanky. Siehst du die Platte irgendwo? Oh, hier, hab sie gefunden. Oh, ich hab übrigens die Platte selbst an. Ich hab meine komplett voll beladene Weste dahin geworfen. Der Himmel sieht echt geil aus, ey. Gefällt mir. Das ist nur die Frage, wie lange ist Nacht auf dem Server? Hier ist ein Dorf neben uns. Ich weiß es nicht, wie lange die Nacht ist, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass ich gerade ein halbes Mac gegen einen Zombie verschwendet habe. Oh ja. Die sind echt crazy, die Zombies, ey. Die sollte man finishen, wenn es geht, direkt Stealth killen. Ich hab einen Ball. Let's go. Ja, nice. Ist das alles, was wir brauchen? Schaufel. Nee, Schaufel. Hey, da hinten ist direkt ein Jägerhütchen neben unserer Base. Loot! Da liegt auch einmal eine Spitzhacke.
Oh, echt nice. Jetzt? What the fuck? Damit könnten wir auch buddeln. Ja, wir suchen die ganze Zeit. Und dann spawnt einfach an der Base. Holy moly. Das ist der Glückshut, ich sag's dir. So weit unten? Hängst du es unten auf? Warum da unten, Dicker? Für wen? Soll ich mir so anschauen oder was? So ein wunderschönes Bild. Es geht irgendwie nicht gescheit. Ah, da, jetzt hat's perfekt, okay. Jetzt geht's. Sehr gut. Vor allem neben dem Zelt, das sieht voll geil aus. Richtig heimisch. Das ist jetzt unter was. Ich kann's mir gerade richtig vorstellen. Okay. Ja, lol. What the fuck? Mit Linksklick. Oh, cool. Nimm mal, Freund! So, hier, nimm die blöde Tasche. Letzte Holzehacke. Okay, Schloss ist angebracht. Warte mal, kommt man das Schloss ran, um es aufzumachen? Oh oh. Irgendwie nicht. Ich kann craften eine Holzpalette oder Palettenrahmen. Was ist ein Palettenrahmen? Keine Ahnung. Mit dem Palettenzeug könnte man vielleicht so eine Art Treppe bauen. Okay, ist einfach nur eine Palette. Ah, ja Mann, du warst höher. Ja Mann, ich komm dran. Geil! Ja, eine Treppe, sag ich doch. Easy! Sau geil. Okay, perfekt. Na ja, komm, rutsch, komm, komm doch, komm doch. Ich dachte, ich war halt hier drin! Alter, ich mag's nicht, aber komm!